Tja, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadionverbot. Jetzt geht's ab nach Berlin zum Spiel Hertha BSC vs. VfB Stuttgart. Ja, wie ihr seht, fliege ich heute nach Berlin, auf entspannt. Immer wenn ich hier am Flughafen bin und irgendwo hinfliege, steht hier jedes Mal ein anderes Auto. Heute steht hier ein Porsche. Das letzte Mal stand hier ein Mercedes, ein ganz alter. Richtig geil. Feier ich. Irgendwie bin ich voll gerade im Urlaubsfeeling. Aber nee, es ist nur ein Inlandsflug. Hier sind ein paar Stuttgart-Fans. Und da vorne auch noch. Und hinter mir noch ein VfBler. Alter, also sind schon welche dabei. Mein Flugzeug ist da. In dem Sinne, auf in die Hauptstadt. Berlin, was geht ab? Es war ein entspannter Flug, aber jetzt gleich verpasse ich meinen Zug, denn ich mache mich jetzt sofort auf den Weg ins Olympiastadion. Guck mal hier, oh mein Gott. Geschafft. Ganz spontan hier am Alexanderplatz ausgestiegen, nur um einen geilen Döner zu snacken, weil in Berlin gibt es die besten Döner. Ich bin in Berlin. Geil, so schnell geht's, ja? Vom Süden nach Ostdeutschland. Aber das Wetter ist so tralala, es nieselt ganz leicht. Den Döner habe ich ganz spontan auf Google Maps gefunden, weil der hatte sehr gute Bewertung. Und mit dem Döner wird nichts, der muss noch gegrillt werden. Dauert noch 20 bis 30 Minuten, hat er gesagt. Komm, lass, irgendwo gibt es noch einen geileren bestimmt. Ich gucke auf Google Maps, wo den nächsten geilen Döner gibt. Ha, in Berlin gibt es wirklich an jeder Ecke einen Dönerladen, so richtig geilen. Weil ich habe gerade so richtig Hunger, ich kann nicht mehr aushalten. Es ist 10.30 Uhr, aber ein Döner geht immer. Hier am Alexanderplatz. Boah, ey, ich habe einen Chicken Döner bestellt mit scharfer Soße, Kräutersoße hier bei Alibaba. Oh, das war so geil. Das war so geil. Berlin, ich liebe dich. Wieder spontan sehe ich hier Kaffee verlaufs. Jetzt hole ich mir einen Americano. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt ab ins Olympiastadion. Ich bin ausgestiegen. Hier wird schon ein bisschen vorbereitet. Und gleich vor mir ist das Schmuckkästchen. Das Stadion von Hertha BSC. Es ist so leer hier, so leer. Und das Stadion sieht auch echt ziemlich sexy aus von außen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum bin ich so früh da? Warum ist es so leer hier? Hier in Berlin gibt es einen Twitch-Streamer, der auf meine Stadionvlogs reagiert. Und der macht jetzt einen Community-Treff dort im Olympiastadion, also vor dem Olympiastadion. Und hat mich gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und ich habe gesagt, ja klar, ich komme gerne vorbei. Und jetzt, ja, sind wir hier. Das Treffen ist vorbei. Ich habe dann nichts aufgenommen, weil ich einfach die Zeit genießen wollte mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Und eine Zuschauerin von mir hat mir das hier geschenkt. Ein Hertha BSC-Schal. Hey, vielen lieben Dank. Das Spiel beginnt gleich in 15 Minuten. Super wichtiges Spiel für Hertha. Wenn sie heute verlieren, war es das wirklich komplett. Meiner Meinung nach. Und für VfB auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Weil Schalke hat ja gewonnen und hat VfB überholt. Also wirklich, spannender geht es nicht. Und ich muss echt sagen, dieser Schal hat Drip. Sieht echt geil aus, oder? Geil! Okay, lass uns den Moment einfangen. Aha. Mein Platz für heute. Da ist die Kurve. Und da der Gästeblock. Wahnsinn, wie viele Mitgereiste. Wow. Der Gästeblock hat anscheinend eine Choreo geplant. Auswärtssieg. Eine super Stimmung vorm Spiel. Thank you.
viele Schale hier. Schaut euch das an. In dem Sinne, auf ein geiles, unterhaltsames Fußballspiel. Das muss es sein. Oh mein Gott. Ey, also es geht hin und her. Heute sehe ich tatsächlich Dennis Aitekin zum ersten Mal, also der Schiri. Geil. Hier ist der Superstar in Deutschland. Oh. Oh. Ey, aus der Perspektive sah es so aus, als würde der reingehen. Nicht schlecht, Hertha. Hertha gibt Gas. Freistoß wird wiederholt. Die sind schon echt laut. Boah. Wahnsinn. Hertha antwortet direkt mit Wechselgesang. Au, hey, Hertha BSC. Geil. Fan-Duell. Geil. Gott, es hatte so viel Potenzial, aber total eingeschissen. Es geht ab hier. Die Fans liefern ab. Spielerisch auf Top. Es macht Spaß. Geil. Jawohl. 1-0. Der Kampfgeist ist da! Ich schwör's dir, es geht ab hier! Es ist so geil zu gucken!
hat nicht viel gefehlt. Alter, was ist hier los? Zack, 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 zack. Fuck, ist ein Undercover Stuttgart-Fans hinter mir. Mit Hertha-Schal. What the fuck? Das hab ich ja noch nie gesehen. Weitergefangen im Hamsterrad. Ich merke, Stuttgart wird mit der Zeit besser und besser. Schwalbe oder doch faul? Das werden wir gleich sehen. Gar nichts. Weiter geht's. Zuzugucken. Und ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Die wird bestimmt genauso geil wie die erste. In dem Sinne, viel Spaß. Da vorne, es sieht so aus, als wäre da drin eine Leiche. Schau dir das an. VfB Stuttgart seit 5 Minuten nur am Pressen. Seht ihr das? Alle sind da und pressen, pressen, pressen. Was macht der? Was macht der? Er hätte das 3:1 machen können, aber na, nicht eiskalt genug. Ein Kopf größer und der wäre rein. Es bleibt spannend. Was heißt das? Hertha in der zweiten Hälfte nur bunkert und auf Kontergelegenheit wartet. Oh! Wahnsinn! Die Auskurve springt und springt und springt. Wirklich, Stimmung ist heute Bombe. Jetzt!
Für Hertha, kein Elfer. Wirklich, Hertha Abwehr heute stabil. 63.000 Zuschauer. Krass. Stuttgart kommt mit der Zeit. Noch 7 Minuten zu spielen. Plus Nachspielzeit, dann ist vorbei. Boah, come on, Bro. 7 Minuten vor Abpfiff. Hier ist nach Hause. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen.